11. August, 15 Uhr. In Sacktannen bei Schwerin beginnt die Verladung eines 21 Meter langen Löschwassertanks der Firma Greenlife. Dieser wird mit einem Schwertransporter von Schwerin nach Jasnitz befördert. Mit einem Fassungsvermögen von 70 Kubikmetern gehört er zu den größten seiner Klasse. 4 Gabelstapler müssen den Wasserbehälter aus Kunststoff verladen. Auf der anderen Seite noch in der Mitte? In der Mitte auch rein? Nein. Das mittelständische Unternehmen Greenlife mit Sitz in Schwerin ist Marktführer rund um das Thema dezentrales Wassermanagement. Der Vorteil? Statt kostbarem Trinkwasser wird Regenwasser aufbereitet und genutzt. Vorher haben wir eben den Privatbereich schon bedient und jetzt geht es eben um größere kommerzielle Sachen, dass wir eben Bürogebäude mit 8.000, 9.000 Leuten bedienen können, Shoppingcenter, wo wir dann eben eine Alternative zum Trinkwasser anbieten können, Regenwasser zur Toilettenspülung, für Kühlprozesse in der Industrie, wie wir es bei uns selber auch nutzen und ähnliche Dinge. Also es ist ein sehr breites Feld, was wir da abdecken können. Nach der erfolgreichen Verladung macht sich der Schwertransporter auf den Weg zum Forstamt in Jasnitz. Hier wird der Tank künftig für die Bevorratung von Löschwasser genutzt. Die Anlage des Tanks ist eine Reaktion auf den Waldbrand in Lübtheen im Jahr 2019. Verfügbares Löschwasser ist für die Bekämpfung von Waldbränden wesentlich. Zum Vergleich: Ein Feuerwehrfahrzeug enthält rund 3000 Liter Wasser, ein Löschwassertank dieser Größe bis zu 70.000 Liter. Zunächst muss der 2,5 Tonnen schwere Wassertank in die 3 Meter tiefe Grube eingelassen werden. Bäume erschweren die Manöver des Kranführers. Forstamtleiter Dietmar Schob ist zufrieden. Ihm zufolge müssen die Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung von Waldbränden jedoch stetig erweitert werden. Denn die Trockenheit stellt auch weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die Waldbestände dar.